Heute Ben Long taucht ab. Und bei den Koalas, da ist ein neuer aufgetaucht. Ein Nasenbär. Er führt seine Pflege seit Wochen an der Nase herum. Ach, na ja, gut. Ich hatte ja mal kurz die Hoffnung, dass ich das ohne ihn ranhängen kann, aber... So, husch, husch, mein Großer. Geh mal beiseite. Hugo ist mal wieder ausgebüxt, hat jetzt Stubenarrest. Da muss Florian ihn bei Laune halten. So. Hugo ist... Nein, dazu, man muss bei ihm sagen, er ist ein extrem junger und sehr agiles Nasenbärmännchen und... dem muss man halt immer mal eine kleine Neuigkeit bieten, sonst kommt dem echt die Decke irgendwann auf den Kopf. Ja, und den stört das natürlich auch nicht, ob das schon richtig dran ist oder nicht. Ich sehe das schon, bevor ich hier die Kette dran habe, ist der schon fertig. So, okay. Ja, Hugo lässt nichts anbrennen. Er hat da wirklich nur Blödsinn im Kopf. Das hat schon zu nicht ganz ungefährlichen Situationen geführt. Deshalb rückt jetzt draußen auf der Manwolf-Anlage schweres Gerät an. Mara, Wasserschwein und Co. sind schon draußen. Aber bei den Mähnenwölfen nebenan nur Menschen. Hugo, der die Anlage in luftiger Höhe überqueren soll, hat ihre Pläne durchkreuzt. Nun braucht es einen neuen. Na, der Plan ist, dass wir die Plattform, die wir hier oben haben, wo Hugo leider einen Ausstieg gefunden hat, jetzt so sicher machen, dass Hugo nicht mehr von der Plattform ins Manwolf-Gehege kommt, weil das ist weder für den Nasenbär noch für uns richtig gut. Und da müssen wir einfach ein bisschen was tun. Hugo hat sie übertrieben. Beim letzten Coup wurde er in Flagrante erwischt. Ich habe das noch nicht gesehen. So, genau. Zeig mal, ja. Also wir haben ja das Glück gehabt, dass wir da quasi ein Video machen konnten, um zu gucken, wo eben die Schwachstellen sind, die er sich da auskristallisiert hat. Kann ich so ein bisschen. Also man sieht halt genau, wie er testet, ne? Also. Bloß gut, dass da kein Mähnenwolf war. Ja, er ist wieder auf der Leiter. So, jetzt, jetzt müsst ihr das wieder so machen, dass das nicht mehr... Wir tun jetzt wie so einen Kranz ringsrum unten drunter, dass er nicht drunter greifen kann. Ein paar Latten sollen Hugo also am Türmen hindern. Wird sich zeigen, ob es klappt. Also schön wäre es, wenn es klappt, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er vielleicht wirklich irgendwo entweder da oder irgendwo anders eine neue Ecke findet. Ja, Hugo hat einen ganz besonderen Riecher. Für Schlupflöcher. So, Sonnenschuhgebäck. Sonnenschuhgebäck. Im Elefantenhaus heißt es, vor dem Schwimmen gründlich duschen. Steckst dich vor dem Wasser hin. Aber kannst du nicht entkommen. Im Gegensatz zu Don Chung ist Ben Long nicht wirklich scharf auf die Brause. So ein harter Regen, hä? So, können wir? Ja. Na dann, hinein ins kühle Nass. Don Chung und Ben Long, ihr Adoptivsohn. Die beiden sind mittlerweile zu Land und zu Wasser ein eingespieltes Team. Ja, die Don Chung ist sehr vorsichtig. Die passt auf, dass sie ihn nicht erdrückt oder dass er unter ihr durchschwimmen will. Wenn sie versucht zu tauchen, dann zieht sie zurück. Also die ist sehr, sehr umsichtig. Ich denke, das, was er jetzt bei Don Chung hat, ist schon so die Ersatzmutter. Der geht bei ihr sogar ans Gesäuge.
und sie lässt ihn dort gewähren, obwohl da keine Milch ist. Und das ist für ihn ein großes Glück. Der Kleine. Ein halbes Jahr ist er gerade alt geworden. Stürzt sich in die Fluten, fast wie ein Alter. Ja, aber der Babypflaum zeugt davon, wie jung er noch ist. Also der ist jetzt schon sehr stark behaart. Die Elefanten sind aber grundsätzlich behaart. Also wenn man jetzt bei Donchung, weiß nicht, ob ihr das mit der Kamera seht, die hat auch ganz viele Haare auf dem Kopf, aber eben ganz kurze. Durch die Körperpflege brechen die dann ab und bleiben nur ganz kurz. Ansonsten sind die auch über und über voll mit Haaren, aber eben kein dichtes Fell, so wie bei ihm. Das wird sich aber auch noch entwickeln. Also der wird nicht immer so lustig aussehen. Aber im Herzen schon. Wenn es nach dem Kleinen ginge, dann könnte dieser Badespaß ewig weitergehen. Und Donchung aber hat andere Pläne. Und jetzt bringt sie ihn raus. Sie geht jetzt Richtung Ausgang, dann schiebt sie ihn einmal kurz mit dem Rüssel. Das ist dann für ihn Zeichen, jetzt ist genug. Die Tante passt auf, da können wir mal abschalten. Ab, Donchung vorwärts. Donchung vorwärts. Ja, wird da draußen. Kurz in den Sand und dann schlafen. Das Leben, ein einziges Abenteuer. Und da ist es schon am frühen Morgen Zeit für den Sandmann. Bei den Koalas stehen Veränderungen an. Für Moose und Philipp beginnt jetzt ein aufregender Tag. Na, du Großer, du kannst bald umziehen. Das ist unser Moose, ne? Und das ist ein ganz lieber. Und den wollen wir natürlich auch den Besuchern mal zeigen. Ja, du musst dir das ganze Haus auch einmal angucken. Er ist neu im Zoo, wohnt noch hinter den Kulissen. Na, ziehst du vorne ein und dann gucken wir mal, wie das alles funktioniert. Nicht wahr? Noch ist Tina Ru Herr über den Eukalyptuswald im Besucherbereich. Das soll sich gleich ändern. Nur der lässt sich nicht so einfach verpflanzen. Das heißt jetzt, Tina Ru muss erst mal freiwillig nach hinten gehen. Ich hoffe, das klappt. Beim Koala, den kann man nicht so gut locken. Also da gibt es keine Leckerlis. Ich kann ihm jetzt hier keinen Eukalyptusbonbon geben oder sowas, dass der dann hinterläuft. Sondern ich muss einfach hoffen, dass er ein Stück weit neugierig ist. Das ist der Plan. Und nach diesem Plan soll er durch diese kleine Luke nach hinten verschwinden. Also ich mache jetzt den Schieber auf. Das Hinterzimmer ist offen. Geh mal fein gucken. Ja. So, machen wir erstmal sauber. Jetzt kommt der Schlauch. Putzen. Bei Tina Ru nicht gerade beliebt. Jetzt muss er sich entscheiden. Luke oder Schlauch? Hugo bei der Arbeit. Die hier draußen auch. Aber Dirk ist skeptisch. Der Landschaftsgärtner hat schon so einiges mit Zootieren erlebt. Einfach machen es die einem nicht. Ich denke, es würde nicht die letzte Aktion bleiben. Das wird genauso ein Endspiel wie damals hier bei Lippenbären mit dem Freddy Kuschel, wo wir versucht haben, die Affen drinnen zu behalten. War ja genauso Terz mit denen. 12 Jahre ist das her. Die Rhesusaffen nicht zu stoppen. Türmten aus dem Gehege und klauten den Besuchern die Kekse. Wir haben vor 10 Minuten rausgelassen. Ja. Die sind zielsicher, die 3 Rotzer. Hier ran an die Mauer, hoch, im Ratzplatz waren sie drüben. Ja. Ja, dann müssen wir noch weitermachen. Ach, das gibt's doch gar nicht. Klettert doch sonst so 4. Wir machen noch Fortnacks draus her. Ein bisschen Ehrgeiz ist da, oder? Aber der Krieg ist auch nicht verloren. Mehrere Umbauten brauchte es,
diese Bande zu bändigen. Genauso wird das hier werden. Es wird nicht das letzte Mal sein. Oder Skepsis angebracht. Wer weiß schon, was Hugo sich als nächstes einfallen lässt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Erstmal ist es genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, die ganzen Kanten, wo er sich rücklings sozusagen drüber gehangelt hat, die sind jetzt erstmal verblendet. Ob das nun die Lösung ist, die finale Lösung sozusagen, das werden wir sehen. Also das wird uns dann tatsächlich der Nasenbär zeigen. Ja, mal schauen, was er anstellt. Der Gute. Danke. Mal gucken. Bitte, bitte. Auf dass wir uns hier auf dieser Anlage nicht mehr sehen. Aber erfahrungsgemäß sehen wir uns bestimmt noch zweimal. Und die Landschaftsgärtner haben ihr Bestes getan. Jetzt ist Hugo dran. Unter Aufsicht von Florian und Florian. So. Ich gehe jetzt rüber und so Nummer 2 macht hier einen Schieber auf. Für Notfall haben wir uns extra noch Kescher zurechtgepackt, falls wir doch mal schnell eingreifen müssen irgendwie. Ich hoffe, wir müssen die nicht einsetzen. Okay, kannst aufmachen. Gut. Hugo, komm mal. Na los. Auf los geht's los. Hugo, na komm. Ah ja. Jetzt hat er es mitgekriegt. Sehr gut. Super. Ah. Na, da ist er. Ob er Ihnen wieder eine Nase dreht? This must be underwater love. The way I feel it sleeping all over. Hier dreht sich alles nur um eines. Zwei Riesenotter im Liebesrausch. Es hat sofort gefunkt. Obwohl Kerstin die beiden erst vor ein paar Tagen zusammengelassen hat. Nur wenn sie mit Fisch naht, lassen die beiden voneinander. Entschuldigung, könnte ich mal kurz hier dazwischen flutschen? Ja, danke schön. Hier stehen alle Zeichen auf Neuanfang. So. Madija, das erste Zuchtweibchen im Gondwanaland, ist vor einigen Wochen gestorben. Zurück blieb ihre Tochter. Allein. Wir haben jetzt die Emilia, die vor 6 Jahren hier geboren ist, und einen neuen Mann, der vor einiger Zeit gekommen ist. Und die beiden sind jetzt schön vereint. Also beim Essen, da sind sie sich schon relativ, wie soll man sagen, so einig, dass jeder einen Fisch haben will. Also Essen, da hört in Anführungsstrichen eine Freundschaft fast auf. Weil Hunger hat man ja schließlich und da muss ja auch gestillt werden. Und so teilen sie ungern Tisch und sehr gern das Bett. Die sind sehr harmonisch gleich vom ersten Tag an gewesen. Wir haben die im Stall zusammengelassen und da war schon sehr viel Begeisterung da. Und dann den 2 Tage, nachdem er hier war, haben wir dann halt das ein oder andere entdeckt, was wir noch nie bisher gesehen hatten tatsächlich. Also zumindest nicht so offensichtlich gesehen haben. Also Zhao und Madisha waren damals sehr heimlich. Das sind die beiden nicht. So, jetzt sind sie weg. Abgetaucht. Sollte hier schon jeder Hunger gestillt sein? Tina ruft unentschlossen. Gehen oder bleiben? Na, ich fasse es nicht. Wir können uns ja doch bewegen. Immer weiter. Los. Immer weiter. Und das offen da hinten. Komm, weiter geht's. So, noch ein Stück weiter bitte. Jawohl. Der schwierigste Teil. Geschafft. Ja, jetzt bin ich total happy. Weil er jetzt doch nach langem Bitten und Betteln dann schlussendlich reingegangen ist. Genau wie wir das wollten. Wir lassen den jetzt ein bisschen in Ruhe hier. Na, muss ich erstmal orientieren. So, das bedeutet jetzt für uns jede Menge Arbeit vorne. Wir müssen jetzt viel schrubben und putzen.
Und dann bereiten wir das vorne alles vor. Chinaru kann aufatmen. Hier hinten bekommt er nichts mit von dem Stress im Eukalyptuswald. Soll ja alles blitzblank sein. Wenn Moos da gleich einzieht. So, oh, jetzt wagt er sich. Ja. Hugo unterzieht das Podest derweil einem Belastungstest. Na, er hat auf jeden Fall mitbekommen, dass was verändert wurde. Das riecht er auf jeden Fall. So sieht das doch. Ja, so ist schon traumhaft mal, aus. Also wie im Bilderbuch. Also wenn er die Plattform wirklich so in Ruhe lässt, dann ist es ja echt super. Ja. So musst du das jetzt immer machen, Hugo. Ja, ja. Läuft er direkt in sein Gehege. Ohne jeden Abstecher. Der guckt sich jetzt alles ganz in Ruhe an, was hier so vorher rumgerannt ist. Und im Boden ist ja auch so einiges an Insekten drin. Also da hat er jetzt erstmal eine Weile zu tun. Ich meine, für ihn ist das die beste Beschäftigung überhaupt. Das ist, der hat jetzt hier wirklich, wenn man ihn jetzt hier drauflassen würde, der würde jetzt den ganzen Tag hätte hier zu suchen und zu gucken und so weiter. Das ist geil für ihn jetzt. Ah ja, er hat seinen Baum gefunden. Und doch ganz schnell kann es auch ungemütlich werden. Schon fast ein bisschen frisch jetzt. Ja, also ich rechne auch damit, dass heute vielleicht noch der Wetterbericht ausnahmsweise mal recht gehabt hat und es kommt heute wirklich noch Regen runter. Ja, nach vor allem so, wie es gerade aussieht. Ja. Oh, jetzt wird es aber eklig. Ist ja Mist jetzt. Endlich Regen. Unsere Pflanzen freuen sich. Hugo aber nicht. Okay, jetzt schnell weg. Okay, das hat gereicht. Schnell ins Trockene. Ja, so viel dazu. Offen, hallo. Na, bist du wieder in deinem kleinen Laden drin? Genau, na, hier ist wenigstens schön trocken und dafür ist er. Opa, uiuiuiui, bleib ruhig. Dafür ist ja eigentlich der Laden eigentlich auch gedacht. Das ist ja eigentlich wirklich im Sommer nur als Unterschlupf gedacht. Dass die dann wirklich, gerade wenn es jetzt regnet, dass sie sich mal hoch zurückziehen können. Nimm ein großer. Das ist toll, ne? Das kommt aber richtig runter. Das ist der Wahnsinn. Achso, jetzt macht er sich in seine Obstkiste gemütlich. Ja, bei so einem Wetter bleibt man lieber zu Hause, statt nach Schlupflöchern zu suchen. Ja, also, ihr seht es gerade, Hugo, der hat sich jetzt, nachdem es jetzt angefangen hat zu regnen, erstmal da oben zusammengerollt und eingekuschelt und aber jetzt erstmal nicht so wirklich, ja, was soll er jetzt auch machen bei dem Wetter? So. Ja. Ich sag mal so, einerseits kann man sagen, Erfolg, es ist wunderbar gelaufen, so wie es eigentlich auch sein sollte. Und wird sich jetzt langfristig zeigen, ob es funktioniert, müssen wir einfach schauen. Aber mit Hugo brauchen die erstmal nicht mehr zu rechnen. Okay, so. Weitermachen. Das ist auch die Devise bei den Riesenottern. Das kalte Nass bringt sie auf Touren. Da wird der Kerstin richtig was geboten. Geh mal an die andere Seite. Hier hat man einen besseren Überblick. Also so Fütterung vorbei, ne? Und da fangen sie dann auch wieder an zu spielen. Heute früh schon gedeckt, also nach dem Rausladen wieder auf der Anlage. Da haben sie gleich angefangen rumzublödeln und jetzt geht's weiter. Also die machen das ja mehrmals am Tag, diese Deckakte. Und das sieht dann halt sehr witzig aus. Also die ist jetzt nicht so, dass die so im Wasser treibt, die ist schon sehr aktiv im Wasser. Er hat also quasi auch sehr viel zu tun, um sich da zu halten. Also ist schon eine Leistung, da sich festzuhalten, gerade im Wasser. Wir wissen alle, dass es halt schwierig ist, im Wasser sich da zu halten. Und die kriegen das halt eben ganz gut hin. Und dann steuert alles auf den Höhepunkt zu. Genau,
das ist jetzt der Deckart, der ist, also die Korpulation ist auf jeden Fall vorhanden. Er steckt ja auch drin, man sieht ja auch seine Kornickel-Rammelartige Variante, also der Po von ihm sieht aus wie so ein kleines Kornickel, wenn er rammelt, und so ist es halt bei denen halt auch. Das ist eine super Akrobatik und die verbraucht genügend Energie. Also von daher ist es sicherlich eine sportliche Geschichte. Und wenn alles gut geht, dann könnten sich schon im Oktober ein paar Akrobaten mehr im Wasser tummeln. Moos, der tummelt sich noch hinter den Kulissen. Aber er sitzt auf gepackten Koffern. Okay. So, wir haben Gas gegeben, Jule hat geschrubbt und jetzt können wir Moos nach vorne setzen. Tina Ruh ist ja jetzt hinten, der hat sich auch entspannt, sitzt jetzt hier im Eukalyptus. Ja, Tina Ruh hat mal Pause. Sein neuer Kumpel ist jetzt dran. Der kleine dicke Bauch. Und Moos ist schon ganz aufgeregt. Hier kommt Moosi. Er sitzt da. Siehst du heute um mein Hase? Ich mach mal noch die Waage schnell an. Och, was schnupfst du jetzt immer so? Hm? Was ist denn jetzt? Bist du aufgeregt? Ach, Waage ist schon. Komm, mein Schatz, geh mal auf die Waage. Etwas stürmisch heute. 7630. Moos ist gut in Form, ist fit für den Eukalyptuswald im Besucherbereich. Willkommen im neuen Heim. Na, der sieht doch ganz anders aus hier, wa? Oh, und das schnuppert alles. Also merkt man schon, dass er jetzt schon ein bisschen aufgeregt ist. Und der wird sicherlich heute den ganzen Tag damit zu tun haben, hier erstmal alles zu beschnuppern und sich anzugucken. Das riecht halt immer noch nach Tina Ruh. Und wird dann irgendwann damit beginnen, seine Markierung quasi drüber zu setzen. Und zu rufen. Bescheid sagen, wer hier der neue Chef ist. Ja, das ist jetzt dein neues Zuhause. Gleich mal die Fronten geklärt. Hier kannst du klettern, hä? Ja, nur erstmal in Ruhe ankommen. Traurige Nachricht bei den Löwen. Kigali hatte zwei lebende Jungtiere auf die Welt gebracht. Alles sah gut aus. Doch dann die Wende. Während der Fellpflege hat sie die Welpen plötzlich gefressen. Wie es nun weitergeht bei den Löwen, das sehen Sie kommende Woche. Außerdem, Leid und Freud liegen oft nahe beieinander. Ein kleiner Orang-Utan ist geboren. Elefant, Tiger und Co. immer freitags um 19:50 Uhr. Also, bis dann.